Schiedsrichter gibt es auch nicht alle Tage. Zeichen für Pichler und Bobelnik. Boah, der hätte fast jeder gepasst in diesem Falle für Jung. Bisschen ist schon noch ein Grundproblem dabei, dass da auch der Peter Schüttel noch vom Spiel gemeint hat, bisschen zu viel Fehler im Spielaufbau. Ja, jetzt im Moment auf jeden Fall wieder. Es sind viele Ballverluste, unnötige, denen sich die Rapidler natürlich das Leben jetzt selbst schwer machen. Was auffällig ist, die Rolle des Steffen Hoffmann ist eine komplett andere als in den letzten Jahren. Also er hält eigentlich bis jetzt ständig die rechte Seite. Ja, das geht sich fertig bei uns. Früher kann man schieben. Früher war das oft so, dass er oft die Positionen gewechselt hat, in die Mitte gezogen, ganz auf die andere Seite. Aber das hat ihn auch so wertvoll und gefährlich gemacht. Natürlich war es dann immer gefährlich in der Defensive, weil er seine Seite verlassen hat. Es ist schwierig für den Trainer, da herauszufinden, was jetzt das Wichtigste ist oder was jetzt besser für die Mannschaft ist. Wir haben ja auch schon defensivere Parts in dieser Saison für ihn, aber die bedeuten dann auch nur Laufarbeit. Klein. So, Tony Paretz, das Kretschmer, relaxter als die Counterparts bei Rapid. Der Austria führt hier in der 15. Minute durch den Treffer von Arasid mit 1:0. Jetzt ist einmal zentraler. Und Endstation und hier also satte Zahl und auch mit den zusätzlichen Kosten, die hier anfallen für Rapid, wird das ein extra Plus ab der Kategorie so 223.000, aber gewusst wirft es für die Kasse auch zusätzlich was ab, sind nicht nur mehr organisatorische Arbeiten zu erledigen, sondern es bleibt auch was an extra übrig. Punktetechnisch aber noch nichts. Steffen Hoffmann. Mit dabei. Ja, das wird jetzt eine ganz brauchbare Position.
Das werden sein, so 223 Meter und selbstverständlich eine Angelegenheit. Ja, Ortlechner ist da dran. Steffen Hoffmann, sein letztes Tor, 23. April letzten Jahres aus einem Freistoß. Aber wie kann er? Aus dieser Position hat er schon viele Tore gemacht. Auch nicht schlecht. Aber Pascal Grönwald schnell genug unten. Ja, mit dem Grünwald haben sie einen Goldfang gemacht. Das war wirklich ein kluger Zug von Thomas Baritz, den mit Schaffer zu tauschen. Nichts gegen Schaffer, aber Grünwald hält hervor. Der hat es, glaube ich, fehlerlos bis jetzt gespielt, diese Saison. Hoffmann. Aber der war gefährlich. In diesem Falle auch einmal Gefahr nach einer Ecke. Nur Hio. Vielleicht hätte genau so ein Treffer ein bisschen noch die Unterstützung bei den in dieser Saison noch schweigenden Rapid-Fans flügeln können. Ja, du sprichst es an, Thomas. Das ist genau jetzt diese Phase, wo normalerweise der großartige Rapid dann extrem wichtig für die Spieler wäre. Ja. Jetzt brauchten sie die Unterstützung von den Rängen, weil die sind 90% Rapid-Anhänger im Stadion. Es ist wirklich schade, weil dieser ganze Boykott die Spieler trifft, die am wenigsten für uns können, muss man ganz ehrlich sein. Und ich glaube, dass das ein Punkt wäre, wo die Spieler nochmal zusätzlich gepusht werden, weil sie bemühen sich, sie laufen, sie kommen zu Chancen und das wäre noch einmal vielleicht so etwas, wo, ja, vielleicht verwerten sie dann diese Torchancen, die sie im Moment haben. Ja, Kleinigkeit da, zu Recht übrigens Reklamation von Schrammel, geht der Ball ins Tor, hätte Ecke geben müssen. Ja, hat dabei trotzdem die Akustik in diesem Stadion eigentlich so klasse, dass dann schon ein bisschen Unterstützung von anderen Abordnungen der Big-Fans schon für Stimmung sorgen kann. Aber es ist ein Fakt, der fehlt. Wo ist der Heimvorteil? Fehlt auf jeden Fall diesmal, ja. Das sind Fehler, wenn du an Rückstand hinten noch rennst, doppelt ärgerlich. Bei dieser Hitze noch dazu gegen eine ballsichere Austria, da immer wieder den Fehlbesten noch zu laufen, ist doppelt bitter. Junusovic. Ja, das sind noch 30 Meter. In dieser ersten Hälfte natürlich kein Fakt, aber nach Seitenwechsel mal genau schauen, wer da den Kräften noch gut zurechtkommt, so nach 60, 70 Minuten. Kolowitz. Keiner was gesehen. Allar und Markreiter. Und hat man jetzt der Dachsbacher schon wieder aufgesprungen. Das mag kein Trainer sein. Hat zwar schlussendlich dann gut gelöst, aber das kann auch schneller mal ins Auge gehen. Vor allem, wenn der Austria gerne einen Foul-Tipp gehabt hätte, der da nicht erkannt war. Das ist interessant vielleicht für die Zuschauer, dass wir mal beobachten, Schimpelsberger, wenn Hoffmann in die Mitte zieht, bleibt der Schimpelsberger immer rechts hinten stehen. Also der rechte Flügel ist kaum besetzt dann. Also er könnte viel mehr machen, weil er viel mehr Raum hat, weil Suttner sich eigentlich oft ins Zentrum dann zu Hoffmann auch orientiert. Jetzt über links schön ausgespielt, kein Abseits, Suttner. Oh, feiner Haken, hat er noch das Auge. Linker
alles mehr Selbstverständnis auch bei der Austria. Es läuft ein bisschen glatter. Ja, schau doch was, das ist der Unterschied. Suttner ist linker Außenverteidiger, der kommt jetzt schon zum dritten oder vierten Mal da auf die Torlinie und zum Stangelpass. Bei Rapid, der Schimbisberger biegt hinten drin und hat in der Defensive noch dann Probleme mit Junusovic und mit Suttner. Ja, muss natürlich auch die Unterstützung kommen, wenn dann Hoffmann einmal nach hinten zieht. Natürlich, natürlich. Dann möglicherweise einfach das Spiel von Rapid etwas statischer. Aber in der Offensive ist dann auch das Problem, ne? Rokopic und Klein. Bisschen Klärungsbedarf da wohl für beide. So, noch einmal Peter Linke. Oh, der war abgefälscht auch noch. Darum so tückisch gekommen. Eigentlich zentral auf die Position von Helge Payer, aber der war abgefälscht. Ja, gefährlich gewesen. Obwohl der Peter mit seinem Linken, den hat er normalerweise nur zum Stehen. Ja. Wenn er ihm geköpft hätte, war er gefährlicher geworden am Schluss. So unscharf war jetzt auch wieder nicht, aber okay. Es ist wieder auf der rechten Seite der Schimpelsberger, der biegt ständig da hinten. Das ist leichtes Spiel, vor allem dann auch für Junusovic, weil der muss überhaupt nichts nach hinten machen. Der kann sich im Prinzip ausrasten, weil der eh nicht mitkommt. Steffen Hoffmann. Margreiter hinten. Und dann Jon. Einfach mal wieder auf die linke Seite gespielt, ja. Aber dort, wo Junusovic den zweiten Ball gekriegt hat, dort hätte eigentlich schon Schimpelsberger auch stehen können und vielleicht dort den Junusovic schon in den Zweikampf verwickeln können. Aber für meine Begriffe steht er viel zu weit hinten, bis jetzt die ganze Spielhälfte. Ja, so in 9 Minuten wird Peter Schöttl da ein paar Adjustierungen global zumindest einmal vornehmen können. Vorne, Schramme ganz weit mitgerückt. Wieder ganz fleißig geklatscht und da sind auch viele, viele Rapid-Fans dabei, aber wo genau, ein bisschen mehr und weniger, ist dann in der Akustik dieses Stadion schwer auszumachen. Aber da unten eher Hände verschränke als Klatscher. Ja, wer erinnert sich zurück, die großartigen Choreografien, die fehlen ja komplett, war ja gar nichts. Jetzt mal ein Patzer von Linke. Ala Nuiu. Da kommt natürlich keine Unterstützung mehr. Viel, viel mehr kann er da wahrscheinlich schwer draus machen. Das war eigentlich eine gute Möglichkeit für einen Konter dann. Konter und Anführungszeichen. Nur der Peter darf natürlich dort nie und nimmer den Ball verlieren. Oder sich in einen Zweikampf so nah vor dem Tor, vor der eigenen Verteidigung, in einen Zweikampf verwickeln lassen. Assist für Roland Linz gewesen. Obwohl er ihm immer die Elfmeter wegnimmt. Ja, eben. Ne?
zu weit gespielt. Der will ihm schlecht ausschauen lassen wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich nicht einfach, wenn man da vorne die zwei Torgefährlichsten hat, die sich dann wirklich in der Liga relativ klaren Partie auch noch um den Elfer streiten. Aber das Ganze muss professionell funktionieren. Ja, normalerweise gibt es da keine Diskussion, wenn der Trainer einen Elferschützen bestimmt, dann hat er zu schießen. So, was haben wir? Gelb. Danny Alla, die erste Verwarnung in diesem Derby. Bei Alla sieht man schon, dass er Probleme hat, im Spiel zu finden. Also schon ein großer Sprung jetzt für den Burschen. Also, ich würde sagen, das sind große Schuhe. Kapfenberg ist nicht rapid, sagen wir so. Das ist ungefähr so, wie wenn du kommst als Schauspieler von der Donaubachbühne in die Staatsoper. Aber es kann auch ein bisschen schneller gehen mit dem Promi-Faktor. Da mal einnetzen oder einen Doppelback machen und vielleicht doch noch. Ja, das Zeug hat er. Er hat ja, glaube ich, bei den Kapfenbergern 13 oder 14 Tore jetzt in letzter Saison. Das kommt ja nicht von irgendwo. Das muss man auch nochmal nachmachen. Das Zeug dazu, er hat ja auch schon die Möglichkeiten in dieser Partie. Es sind die besten für Rapid. Aber dem gegenüber steht die Führung von Parasit und noch ein Kracher an die Querlatte von Thomas Schirm. Jetzt an der linken Seite. Schrabbel. Das sieht man schon, da leidet man wahrscheinlich als Trainer unten aus sich zweier Positionen und findet keinen brauchbar anspielenden Mitspieler. Kulowitz und Pichler, das sind natürlich sehr brave Spieler im Zentrum, die sehr zweikampfstark und sehr laufstark sind. Aber sind beides jetzt nicht die Spieler, die dann den entscheidenden Pass dort spielen können aus der Position. Ehrlich, weiß man. Aber umso mehr müsste sich dann vielleicht einer oder andere ganz genau, anbieten. Das wollte ich gerade sagen. Es fehlt dann auch in der Offensive die Bewegung. Es fehlt mir ein bisschen, dass Alla oder Nuiu manchmal auf die Seite ausweichen. Das passiert auch. Ich bin ziemlich immer statisch im Zentrum. Steffen Hofmann spielt statisch auf seiner Position. Es ist wenig Bewegung dann im Ballbesitz der Rapidler. Und jetzt so gegen Ende der ersten Hälfte hat sich das Ganze schon ein bisschen abgeklopft. Jetzt weiß man schon ein bisschen, da wie dort es laufen soll. Und es läuft gut für die Wiener Austria. Ja, dafür gibt es auch Geld gegen Markus Suttner. Nicht so viel des Guten gegen Steffen Hoffmann. Schwer natürlich zu verarbeiten. Naja. So, jetzt kommt eigentlich das Foul von Thomas Schion. So würde ich das sehen. Ich glaube, man hätte auch durchwegs weiterlaufen lassen können. Also, war jetzt nichts Grobes von beiden dabei. Doch. Ja, nicht nur
Der Spielstand hier spricht für die Austria. Es ist in Summe das abgeklärtere Verhalten der ganzen Mannschaft. Man hat das Gefühl, es läuft einigermaßen. Man hätte auch noch das Gefühl, dass da zur Not offensiv was nachzulegen wäre im Druck. Bei Bedarf, aber im Augenblick. Die Partie steht jetzt ein bisschen, das stimmt, ja. Du hast recht. Sie haben jetzt wenig Probleme, dieses Ergebnis zu halten. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Rapid keineswegs die schwächere Mannschaft ist. Sie hatten ihre Möglichkeiten, es kann gut und gerne auch 1-1 stehen. Die Möglichkeiten waren da. Man kann das so deuten, dass die Austria ganz einfach kaltblütiger waren. Viele kleine Fouls jetzt mit dabei. Wir sind schon in der Schlussminute der ersten Hälfte. Parasit bekommt noch einmal einen Freistoß. Zu langsam muss ich mich korrigieren, aber am Anfang gesagt, dass das Pixler das ganz gut macht, aber mit Vorteil des Spiels hat er große Probleme und kann sich oft jetzt im Moment nur mit Fouls helfen. Einer, der immer schon eigentlich viele gelbe Karten gesehen hat, weil er auch sehr intensiv mit dem Körper spielt. Also zweite Verbannung auf Seiten von Rapid. Der zweite betrifft jetzt Harald Pichler. Und das sind natürlich immer Fouls, die nicht unbedingt notwendig sind. Und man weiß ja im heutigen Fußball, wie gefährlich Standardsituationen sind bei allen Gegnern. Und wäre dann ärgerlich, aus einem unnötigen Foul ein Tor aus einer Standard zu bekommen. Junuzovic. Ja, manchmal lässt dieses große Wiener Derby auch technisch zu wünschen übrig. Es sind doch ein paar sehr viele Stockfehler mit dabei. Ja, das sind natürlich Fehler, die unerklärlich sind. Auf solchen Niveau sollten die nicht passieren. Da muss es eigentlich möglich sein, ohne dass ich großartig unter Druck bin, den Ball. Auch er mit ordentlicher Schnelligkeit ausgerüstet. Und damit beginnt jetzt Hälfte 2 und eine 1:0 Führung für die Austria seit der 15. Spielminute durch den Treffer von Parasit liegt Violett vorne. Kein Wechsel natürlich, bei der Austria hat alles gepasst. Austria-Fansektor hier, etwa 200.000 da oben. Oh, die meisten froh sein, dass das nicht bei ihnen ist. Das sind dann schon Dinge, wo sich auswirken könnten bezüglich dieses einen Spiels Sperre, das noch auf Bewährung ansteht, droht. So, Steffen Hofmann. Alarm. Jetzt kommt rechts am Schimpelsberger. Zu spät. Dann bekommt er seinen Freistoß. Ja, immerhin, Thomas, das kann natürlich nur passieren, wenn er sich auch mit einschaltet. Wenn er hinten steht auf der Mittellauf, da kann er das Foul ja nie kriegen. So, das war schon einmal besser. Schauen wir mal genau hin. Ja, das war schon mal. Eine Beschwerde von Grünwald auf Schwalbe hat sich hier nicht bestätigt. Das war ein Treffer. So, wieder einmal Standardsituation für Rapid. Zurück, steht ihm abseits. Grazan. Jo. Ja, und dann Steffen Hofmann. Nach dem Freistoß in Hälfte 1 seine beste Schussmöglichkeit. Ja,
Er sagt eh schon viel heute aus über sein Spiel. Er ist nicht dort, wo wir ihn kennen, auch also aus vergangenen Saisonen. Er zieht das Spiel noch nicht komplett an sich. Aber immerhin, wir sind alle mal froh. Aus dem Spiel heraus ein erster Versuch des Kapitän. Stefan Hoffmann hat auch immer ausgezeichnet, auch wenn es einmal vom Spiel heraus nicht so toll war. Er war dann in seinen Standardsituationen irgendwie dabei, hat per Freischuss bei Ecke was aufgelegt oder eben was selbst verwandelt. Eins von beiden wäre halt fein. Ja, kann ja noch kommen. Einmal hat er schon angeklopft, ne? Muss man sagen. Erste Halbzeit hat er schon mal einen guten Freistoß gemacht. Es wird nur über die Außen irgendwie gehen, mit Flanken eventuell, so wie hier. Da verschätzt er sich komplett. Da fehlt nicht viel. Ja, hoffentlich vergessen auch seine Spieler nicht da. Spüren was zu sich zu nehmen. Flüssigkeitsaufnahme bei solchen Temperaturen natürlich ein besonderes Thema. Und hier wird er kurz gehalten. Und der Linker. Die ersten paar Minuten, die gehören nur Rapid. Ja, das hätte er leichter haben können, wenn er gleich zurückspielt. Verletzung hätte er noch gesagt, wenn man Steffen Hoffmann so oft zu runden Bällen bringt, dann klingelt es irgendwann. Die Gefährlichkeit hat er noch nicht wieder, aber ja, es kann jeden Moment soweit sein. Nicht schlecht, Harald Bichler. Oder was nur schlussendlich. Wieder Fouls und verlorene Zweikämpfe im Augenblick bei der Wiener Austria. Gut gemeint von Steffen, wollte ganz schnell ausführen den Freistoß, aber ist leider in die Hosen gegangen. Linz, Parasit. Oh, da hat der Ballglück. Parasit! Linz. Und das ist das 2:0. Zlatko Junusovic, schon ein Rapidler, aber auch noch dran. 52. Spielminute. 2:0 für die Austria. Erster Angriff eigentlich nach Seitenwechsel für die Violetten. Und der sieht's gleich. So kann es gehen. Zuerst einmal Glück da auf der rechten Seite. Und dann ist natürlich unverständlich, warum Junusovic dort ganz alleine ist. Linz, alles frei, Zlatko Junusovic und dann, ja, da
ist schlussendlich Thomas Schrammel dran mit dem Fuß. Ja, wäre vielleicht schon vorbei gewesen, auch an Helgi Payer. Lassen wir es noch als offiziellen Treffer von Zlatko Janusovic laufen. Schrammel macht ihn unhaltbar, sagen wir so. Thomas Schrammel. 2:0 für die Wiener Austria. 52. Spielminute. Größte Überraschung bei dem Tor war, dass der Linz aufgespielt hat im 16er. Ja. Und der hat schon den Ball vom Parasit bekommen. Aber zu frei, zu schön hier Zlatko Janusovic gestanden, dass man ihn hier auslassen hätte können. Aufgelöst, dass Janusovic alle Zeit der Welt hat und ein bisschen Glück mit dabei. Der letzte Touch auf den Ball, der gehört Thomas Schrammel. Und damit hat auch er jetzt seine saisonale Torsperre beendet. Zlatko Janusovic nach 3 Vorlagen schon in dieser Saison in der Liga. Jetzt also auch sein Tor. Zuletzt hat er auch im Derby getroffen. Aber der Torjubel, der blieb dort aus, denn Sekunden später war der Platz gestürmt. Damit, dass wir auch das nicht vergessen, im Augenblick die Austria auf dem Weg Richtung Tabellenführung. Später dann ja noch Salzburg, der Leader gegen Sturm. Aber im Augenblick würde dieses 2:0 reichen, um Salzburg in der Tabelle zu überholen. Schrammel. Fans.
Unterstützung draußen lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Und wäre so dringend notwendig, gerade jetzt auch in dieser Phase, in eine gute Startphase der zweiten Hälfte hinein bei Rapid, fällt der Gegentreffer, fällt dieses 0:2. Ja, wir haben eigentlich alle das Gefühl gehabt, dass die Rapidler jetzt Überhand gewinnen und Drücker sind. Und dann plötzlich aus dem Nichts das 2:0 für die Austria. Das wieder wegstecken, schwer genug, auch für eine routinierte Mannschaft. Und da ist auch noch viel junges Blut mit dabei. Steffen Hoffmann wieder mal. Jetzt muss noch ein paar Schritte zurück. Hoffmann. Und dann Magnetti. Für wachsendes Selbstvertrauen. So, da haben wir die ganzen Rapid-Legenden, die sich hier natürlich auch eingefunden haben. Und die Konstantini will ja schon am Dienstag den Kader für die Länderspiele in Deutschland und hier im Habelstadion gegen die Türkei bekannt geben. Grün-Weiß hat sich nichts dramatisch aufgedrängt. Fehlen bei Rapid jetzt auch ein bisschen so die Typen, denen man zutraut, das noch einmal umzureißen. Ne? Das, wenn man sich die Spieler ansieht, von der Körpersprache auch, das ist der einzige jetzt, der Steffen Hoffmann, dem man das eventuell zutrauen würden. Der war jetzt nicht in Bestform agiert heute. Ja, das ist es eben. Alles andere ist nicht Fisch, nicht Fleisch. So, dann noch für Optionen. Peter Schüttel draußen. Salihi. Das Talent hat auch in der Spielgestaltung ein wenig, aber man muss es dann eben auch mal im Bewerb zeigen. Ja, weil du sagst, er hat das Talent, aber der braucht auch Spieler noch, die ihm ein bisschen führen. Das gibt es in dieser Mannschaft im Moment gar nicht. Ein Heikkinen könnte das normalerweise in Normalform, der sitzt heute draußen. Solche Spieler, die machen, dann können dann den Unterschied machen, die Jungen ein bisschen führen. Jetzt hofft man. Ein bisschen Platz. Im Ansatz war das der alte Steffen Hoffmann, wie wir ihn kennen, aber im Abschluss nicht im Abschluss. Nicht im Abschluss. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann einmal möglicherweise Salihi kommt, der immer für Tore gut ist. Der auch heuer schon einige Male getroffen hat. Ohne Folgen, dieser unglückliche Zweikampf mit Prokopic.
und jetzt jammert er da so lang herum, bis er gelb sieht. Und froh sein, dass ihm in diesem unglücklichen Duell da nicht mehr passiert ist. Sind sie. Offensivkräfte. Trimmel, Salihi, hinten Heikkinen. Zwei davon kann er noch bringen, bitte schön. Junusovic. Dann spielt er durch. Ja, das war nicht zu viel. Vorher, wo Jung den Zweikampf das Laufduell mit Schrammel gewinnt, das ist eigentlich unvorstellbar. Weil der Schrammel, wenn man den gesehen hat, letztes Jahr ein Ried, wie der marschiert ist, 90 Minuten rauf runter. Der war nicht zum Einfangen. Und jetzt lässt er sich da vom Jung einfach wieder einholen und den Ball abwüchsen. Viel zu leicht natürlich. Also im Moment hat die Austria alles im Griff. Und sie machen das ja richtig, dass sie zu weit nach hinten ziehen. Sie versuchen trotzdem dann nach vorne zu spielen. Ja, auch wenn die im Viertel einer Tabelle vorne waren, das ist wahrscheinlich schon was anderes, vom Druck her auch. Das Rieder-Dress oder Rapid-Dress hier im Derby. Ja, natürlich, die Rapid-Dress heute in diesem Derby, die ist 3 oder 5 Kilo schwer. Ja, sieht man auch bei Alain, ist ein Unterschied mit den Kapfenberg auf Konter spielen, Woche auf Woche, oder hier aus dem Spiel etwas machen zu müssen. Das hat der Peter Schürtel auch hingewiesen, auch wenn es dann phasenweise schon ganz nett gelaufen ist und man hinten gut gestanden ist. Es braucht noch Zeit, bis sich diese ordentlich umgebaute Mannschaft gefunden hat. Man hat ja auch noch die Millionen ausgegeben. Genau, das stimmt schon, aber es ist Rapid. Man weiß ja, wie das ist mit der Zeit bei Rapid. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich brandgefährlich. Kleinvieh, von dem man sich im Augenblick psychologisch ernährt. Mario Sonnleitner. Springt hoch, aber schon schwer zu nehmen dann. Kann den Ball nicht mehr nach unten drücken. Ala, Nuyo. Soll er spielen, soll er den Abstand suchen, das ist total unsicher. So wird es nichts wahrscheinlich. Okay, da läuft alles fein, flüssig, super gemacht. Kompliment, super Tor der Wiener Austria. 3:0, was für ein herrlicher Treffer. Das war ein Hauch FC Barcelona im Happy-Stadion. Zack, 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 zack. Zwei aufeinanderfolgende Szenen, hat man gut gesehen, den Unterschied im heutigen Spiel. Einmal durchgesteckt und dann noch einmal kein Abseits. Ja, links wieder einmal. Im 5 Meter ist er unschlagbar. Irgendeiner muss ja treffen. Ja, und während er hier sich noch ein bisschen von seinen Kollegen feiern lässt, ziehen die ersten Rapid-Fans ab. Aber das war zu fein gespielt. Das unterstreicht heute sozusagen mit einer Szene die Überlegenheit der Austria gegenüber Rapid. Man hat den Unterschied gesehen innerhalb von 10 Sekunden. Dann Uiu mit eigentlich einer guten Chance auf einen Abschluss, wo er stümperhaft den Pass spielt genau zum Gegner. Und aus dieser Aktion heraus der Konter. Und dann wie Junusovic in die Tiefe geht, wie Linz mitzieht auf der zweiten Stange, Stangelpass und das 3:0. Schöner kann man es nicht rausspielen. Das war ein großartiger Treffer von Roland Lenz und damit sind hier natürlich die Fälle verteilt. Also einfach ist es 65. 67 Minuten mittlerweile hier absolviert. 3
2-0 für die Austria. Flüssig. Hier Parasit. Jetzt mag sich Rapita aber auch rasch wieder finden, sonst könnte es hier noch sehr, sehr ungemütlich werden im Finish. So, man hat alles gesehen. Sonnencreme und Geduld sind aufgebraucht bei den angespeisten Rapid-Fans. Aber besser heimgehen, als wieder auf den Platz stürmen. Ja, das Beste wäre natürlich hier bleiben und die Mannschaft unterstützen. Das wäre das Schönste gewesen. Ist im Augenblick noch Wunschkonzert, aber. Ja, wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon zu spät wahrscheinlich. Bei Rapid mir fehlen einfach die Typen im Moment, die da unbedingt noch einmal über Einsatz wenigstens noch einmal im Spiel zurückkommen wollen. Das gibt es ja, die Mannschaft, da gibt es im Moment. Wann hat es das gegeben in einem Derby Rapid Austria? Man sieht ja nicht einmal mehr hart geführte Zweikämpfe im Moment, die Hütteldorfer unbedingt gewinnen wollen. Das erste Derby für Peter Schöttl als Rapid-Trainer. Wahrscheinlich eine bittere Erfahrung. Der geht sich nicht ganz aus. So, Jonasovic. Oh, von Hofmann da ordentlich hinten hineingefahren. So, der Neue kommt, Florian Mader, Frischerwerbung vom SV Ried für Alexander Grünwald. Oh, so lässt sich natürlich nett Debüt feiern für Violett. Ja, wunderschön. 3-0 Führung in einer Mannschaft, die funktioniert. Er, Florian Mader, auch einer, der natürlich eine Alternative in puncto Spielgestaltung ist. Ich bin ziemlich sicher, dass über kurz oder lang der Florian Mader den Peter Linke ersetzen wird auf der Position. Signal, der Tag heute, der ist verspielt, da geht nichts mehr. Ja, kommt mir auch so vor, dass der Peter Schöttl jetzt eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreibt. So, Suttner, Junuzovic, Junuzovic und Roland Linz. Wunderschön, herrlicher Treffer, das 3-0 insgesamt für Roland Linz, sein 5. Streich in dieser Saison erführt. Also schon wieder die Torschützenliste ordentlich an. Titelverteidiger aus der vergangenen Spielzeit.
ich sage mal, es hat sich schon in den Europacup-Spielen, in diesen Europa-League-Qualifikationsspielen bei der Austria abgezeichnet, dass die wirklich gut drauf sind, dass da mitunter sehr guter Fußball schon gespielt wird. Naja, die haben ja auch letzte Saison bis auf eine kurze Phase eigentlich immer gut gespielt. Eine kurze Phase, die ihnen dann aber den Titel gekostet hat. Und heuer auch wieder sehr gute Leistungen. Also die können wirklich zufrieden sein, so wie sie im Moment Fußball spielen. Das merkt man auch. Sie haben das Selbstvertrauen, das Notwendige. Trotzdem muss man sagen, dass die Rapidler der Austria heute sehr leicht gemacht hat. Weil wenn ich schon weiß, dass die Austria ein schweres Programm hat, wie heiß es im Stadion ist, dann muss ich ganz einfach körperlich, wenn ich schon spielerisch hinten noch bin, aber körperlich die Austria mehr fordern, die Zweikämpfe mehr suchen, mehr annehmen, mehr aufs Tempo drücken, damit die vielleicht Probleme bekommen. Aber die Austria hat von Beginn an eigentlich relativ leicht das Spiel. Ja, in Summe, wenn man so sieht, passt noch vieles nicht bei Rapid. Oder an die Baustellen. Ja, es wartet sicher noch viel Arbeit. Was heute dazu kommt, ist, dass die Defensive auch nicht gepasst hat, weil die war bis jetzt in der Saison ja eigentlich in Ordnung. Und wir waren alle der Meinung, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass die Offensive wieder besser wird. Aber heute war es ja auch so, dass das Rapid in der Verteidigung Riesenprobleme hatte mit den violetten Angriffen. Ja, da haben wir ihn. Marko Stankovic und Nasser Barasit. Bemüht, schon relativ heftig, liegend, das Grün hier im Ernst-Happel-Stadion. Zu Wassern an Knöchelblessur ist wahrscheinlich schon noch übrig geblieben in dem unglücklichen Zweikampf, aber... Ja, ich bin logisch jetzt. Ich meine, er hat seine Arbeit heute gemacht, genau. Und wir dürfen nicht vergessen, kommende Woche noch ein ganz wichtiges Spiel wieder Wiener Austria. Da geht es noch um den Einzug in die Europa League, da werden sie den Parasit fit brauchen. Viertelstunde wird von nahezu all jenen Rapidlern eingeklatscht, die noch da sind. Ja, auch da hinterm Tor jetzt von Pascal Grünwald. Kleiner Kompromiss sozusagen der Fans. Ein kleiner Kompromiss, aber. Kleiner. Macht heute nicht mehr das Krautfett, befürchte. Ups, der liegt da. Das ist drinnen. Beim Landen der Wieschlötz hätte sich das Knie also unglücklich aufgekommen. Christopher Trimmel nach dem Foul von Markus Suttner. Tja, die Derbys und das Happelstadion. Keine wirkliche Liebe zuletzt. Es wird die fünfte Pleite in Folge für den Rekordmeister im großen Stadion gegen die Austria. Und richtig gemütlich hat es eigentlich Pascal Grünwald heute gehabt. Ja, einen Ball, den Freistoß von Hofmann, hat er sehr gut gehalten, aber sonst war nicht allzu viel zu machen für mich.
Obwohl man schon sagen muss, dass Rapid erste Halbzeit speziell Ausgleichsmöglichkeiten hatten nach dem 1-0 für die Austria. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist das eigentlich eine klare Angelegenheit. Es waren ganz wenige Momente. Also die ersten 5 Minuten, da hat man gemeint, es könnte noch was gehen. Ja. Es gelingt nie im Spiel, das überrascht mich, die Schnelligkeit eines Dennis Allain irgendwie auszunutzen mit Steilvorlagen. Das kommt gar nicht aus dem Mittelfeld. Der Bursche, wenn ich den erinnere, habe in Kapfenberg letztes Jahr, wie oft der aus der eigenen Hälfte Richtung gegnerisches Tor gesprintet ist, mit dem Ball und Tor erzielt hat und heute nicht einmal, dass der auf ein Laufduell mit der Verteidigung kommt. So bleibt dann womöglich am Schluss für Rapid das einzig Positive, dass man viel Steigerungsbedarf hat. Sicher deutlich mehr drin in der Mannschaft. Viel Steigerungspotenzial. Aber das hilft einem im Augenblick hier heute schon gar nicht. Ja, und man hat heute wahrscheinlich gegen eine der zwei, drei stärksten Mannschaften Österreichs im Moment verloren. Die Wiener Austria präsentiert sich wirklich sehr gut. Josevic, allerdings kommt da keiner mit, muss er selber gehen. Der Bizeps von Roland Linz. Völlig unnötige Attacke. Hätte sich auch eine feine gelbe Karte verdient, auf alle Fälle. Eigentlich schon. Aber auch symptomatisch. Immer zweiter Sieger, der Rapidler damals entscheidend ist. Spielt natürlich auch nicht nur den Austria-Fans, sondern auch den physischen Strapazen der Austria ganz gut in die Hände. Man braucht hier nicht mehr allzu viel zu tun. Spielt ein bisschen nett oder weniger, aber es reicht hier ganz sicher, um vorläufig einmal die Tabellenspitze zu übernehmen. Und für den Bild, das haben wir schon gehabt, jetzt möglich. Nächsten Sonntag ab zu Salzburg. Ja, sie müssen sich steigern auf jeden Fall, weil sonst gibt es in Salzburg auch nichts zu holen. Außer das Virus dort breitet sich noch mehr aus. Ja. Der Virus heißt es aber. Der Virus.
Auf jeden Fall das spielerische Virus hier bei Grün-Weiß, das hinterlässt ordentlich Folgen und ist wahrscheinlich auch nicht übermorgen schon wieder ausgeheilt. Ich befürchte nicht, dass aus Sicht der Grünen. Das schaut jetzt überhaupt nicht gut aus. Auch vom Engagement. Jetzt vorher die Situation mit Tratzen, der da gar nicht im Sprint runtergeht auf die Linie und den Ball dort haben möchte. Foul von Heikkinen. Und noch ein Wechsel. Michael Lindl wird kommen. Gelb gegen Heikkinen. Taktische Variante hier gegen Jung. Feine Klinge. Eine Demütigung noch mit dabei jetzt gegen. Mit voller Hose ist leicht stinken. Thomas Jung und dann humpeln die auch noch hinaus, zum Parasit und Jung. So damals in einem Grazer Derby, da wäre schon irgendwann einmal das Fischen gefahren, glaube ich. Ich hätte mir das nicht bitten lassen, so einfach. Ich würde sagen, mal für einige Austrianer hier, tolles Debüt hier auch im Happelstadion. Das ist aber nette Erinnerungen an unsere Prachtspielstätte. Schauen wir ganz kurz. Ja, natürlich, das ist für einen österreichischen Kicker, glaube ich, das Größte, was es gibt, hier Spiele bestreiten zu dürfen. Ich erinnere mich ganz speziell mit der Nationalmannschaft, die erfolgreiche Quali, die beiden wichtigen Spiele gegen die Schweden oder gegen Weißrussland vor ausverkaufter Hütte. Also das vergisst man dann nie. Ich meine, bei dir waren ja auch noch ein paar ganz große Stadien mit dabei, so Manchester und so. Ja, aber da hat es meistens ein paar hinter die Ohren gekriegt. So wie heute Grün-Weiß. Dummheiten. Da fängt man sich höchstens noch unnötige Verwarnungen ein. Wobei ich doch immer schwer in den letzten Minuten, wenn eine Partie so entschieden ist, jetzt das irgendwie noch zu bewerten, dass der unterlegene Gegner abliefert. Ah! Rot! Das ist rot. Naja, diskussionslos. Genau solche Blödheiten. Auch das ist ein Erfahrungswert. Die Rapidler, ja, das ist natürlich dumm, Thomas. Ja, jetzt bei 0:3, jetzt plötzlich sich beginnen zu wehren wollen. Ja? Und zuerst eigentlich 80 Minuten keinen Zweikampf annehmen, keinen richtigen. Das kann es ja nicht sein in Wirklichkeit. Bitte sehr rein. Prokopitz gegen Magath. Der steht Gott sei Dank wieder. Lächelt da herum, aber Linz und angeblich auch noch jetzt irgendwie gelb gesehen, zur Meldung von unten. Au, weh, ist das ein Mörderfoul. Also ich bin ja bei solchen Attacken für viel härtere Bestrafungen, weil damit gefährdet man wirklich die Gesundheit eines jeden Gegners, nicht nur ein bisschen. Ja, das kann ganz übel enden. Das ist nur noch brutal. Keine Chance mehr auf den Ball. Ich bin schon dafür, dass man sich wehrt, dass man hart in die Zweikämpfe geht. Aber wenn der Ball dabei ist, das ist ja nur mehr. Macht er ja nur mehr, um den Gegner zu verletzen in Wirklichkeit. Aber sind wir uns ehrlich, oft einmal ist man mit 3 Spielen für sowas ganz gut dabei und das war es dann schon. Und wenn man als Verteidiger da Pech hat, wenn es der Magath erwischt, dann kostet ihn das deutlich mehr wie 3 Spiele. Aber ist ja kein Einzelfall. Wir wollen diese Form der Attacke nicht mehr an Prokopitz jetzt hier an dieser Frustattacke festmachen. Passiert ja durchaus öfters. Na, jetzt fühlen Sie sich vor. Ja, dass das Rapid über Glück hat, dass jetzt auch wieder ein paar Euro-Gedanken im Hinterkopf bei Violett herumschwirren, weil sonst könnte man hier auch den Stadtrivalen einmal eine vernichtende Niederlage zufügen. Ja, wohl ein 3:0 ist ja eh eigentlich schon ganz ansehnlich aus Sicht der Wiener Austria.
glücklich und hat einen Rempler mit dabei. Und Stankovic. Vielleicht nicht ganz so böse gemeint, aber kleiner Schubser mit dabei und dann kollidieren Sonnleitner und Bayer sehr, sehr heftig. Boing. War auch nicht notwendig unbedingt. Ah. Hätte auch vermeiden können. Durchhalten können. Na gut, geht noch eine Minute plus Nachspielzeit. Kein Wechsel mehr möglich bei den Hütteldorfern. Hat sich so sehr auf sein erstes Cheftrainer-Derby gefreut. Peter Schöckl. Die Erinnerung daran wird er noch einige Zeit mitschleppen. Peter ist ein guter Mann, also der macht sicher seine Karriere als Trainer, hat auch in Neustadt schon letztes Jahr bewiesen. Aber ich glaube nicht, dass die Qualität der Mannschaft mit den hohen Erwartungen bei Rapid jetzt der Schritt halten kann, standhalten kann. Das glaube ich ganz einfach nicht. Also da fehlt es ein bisschen. Ja, ob man viel Zeit hat bei Rapid oder nicht, man wird sie brauchen, schlicht und einfach. Natürlich, natürlich. Es muss gelingen, wieder richtige Identifikationsfiguren irgendwie zu finden. Ja, so wie es der Steffen Hofmann jetzt ist, aber da können noch andere Typen dazu. Ne? Bisschen also. Potenzial ist mit dabei. Der Peter Schöttl selber ist natürlich auch seine Figur. Ganz genau. Aber jetzt aus dieser Mannschaft, so wie sie sich heute präsentiert, ja, habe ich da meine Zweifel, dass sich da jemand herauskristallisiert, da so eine Person oder so ein Charakter dann zu werden im Rapid-Spiel. Stell dir vor, Thomas, sind die Kübauer heute in der Partie da drinnen, was da los wäre. Der war draußen. Ja, man. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte Danny Aller eine seiner drei Möglichkeiten zu Beginn dieser Partie verwertet. Wer weiß, richtig. 3:0 wäre sicher nicht mehr ausgekommen. Demi Grazan und dann Pascal Grünwald. Aber was war dann? Zweite Halbzeit waren die ersten 10 Minuten, ja, bis zur 55. Dann 53, ist dieses, ja, dann, ja, dann was passiert. Dann ist das Tor passiert und dann war es eigentlich aus. Und früher hatte man bei Rapid auch bei 0-2 sogar noch. Ganz genau, ganz genau. Weil was haben die schon für verrückte Spiele geliefert und umgedreht mit ihrem Kampfgeist, mit dem, für das sind sie gestanden, für das waren sie berühmt und heute haben sie sich ergeben. Sie haben sich ganz einfach ergeben. Spätestens nach dem 2:0 war die Mannschaft tot. Da war kein Leben mehr drin, kein Wille mehr, da die Mentalität gefällt und das ist etwas, was schade ist. Wenn die fußballerische Qualität möglicherweise schwächer als die der Austria ist, okay, das muss man akzeptieren, aber die Einstellung, das war nicht die Einstellung Rapids, die wir kennen aus, ja, aus vielen unglaublich guten Spielen. Also da hat auch im Sturmzentrum ein Umdenken stattgefunden bei Trainer Peter Schöttl. Ja, Salzburg macht das natürlich gleich von Anfang an. Erste paar Sekunden gleich auf Pressing. Ja, Meierhofer da gleich dran. Wird interessant sein, wie diese neu geordnete Rapid-Mannschaft mit diesem neuen taktischen Kleid hier umgeht, um die wahrscheinlich von Anfang an beginnende Offensive der Salzburger hier in den Griff zu bekommen. Das ist auch ein neuer Mann in der Mannschaft, Zarate, der heute mit von der Partie ist.
wieder gesund wurde, angeschlagen war, aber rechtzeitig fit wurde, aber davon Harry Bicher gleich ordentlich eine mitbekommen hat. Ja, das sind die berühmten Visitenkarten, die man verteilt in der Anfangsphase. Und der Zerrata ist da voll eingestiegen. Ja. Das tut weh. Du hast vorher noch mit Sportdirektor Hochhauser gesprochen, der hat dir versichert, dass Zerrata topfit ist. Kann sich nach einer Minute hier gleich wieder schnell ändern. Ja, alles andere war traurig. Salzburg hat mehr Spiele im Kader, wie manche von einer Zuschauer auf der Tribüne haben. So, dann muss man schauen, 11 fitte Spieler aufstellen von Anfang an. Ein bisschen überraschend für viele, dass Leonardo trotz Muskelverhärtung auf der Ersatzbank sitzt. Aber ich glaube, den behalte ich kurz in der Lage. Also Ballbesitz für seine Mannschaft wieder, für die von Peter Schöttl. Ball zurückgegeben fair zu Edi Gustafsson. Rapid steht schon sehr tief. Sie lassen Salzburg da das Spiel von hinten ruhig aufbauen. Der Rapid hat natürlich durch die negativen Ergebnisse nicht echt Selbstvertrauen. Das müssen sie in so einem Spiel wiederholen. Das berühmte Rasenschach sehen wir jetzt. Das sind natürlich dann diese ersten Minuten, die beide Mannschaften nützen müssen, um hier wirklich ins Spiel zu finden. Oh. So, zweites Foul, auch da wieder Schimpelsberger zu spät dran. Wieder gegen Zerrata. Zerrata will nicht so schnell Rapid finden. Trimmel war es, nicht Schimpelsberger, nur der Vollständigkeit halber. Das war jetzt Schimpelsberger und kein Abseits. Salihi. Nur noch Hinteregger und Gustafsson vor ihm und Gustafsson rettet. Erste große Chance aus einem Konter raus in der dritten Minute. Aber die unglaublich Freistoß Salzburg. Alle großen Innenverteidiger gehen mit Vieren und dann spielen sie kurz ab. Da wirst du wahnsinnig als Trainer. Kein Abseits hier und dann die gute Abwehr von Edi Gustafsson. Eckball für die Hütteldörfer. Da verfehlen gleich mehrere Salzburg-Spieler. Einer liegt da auch noch im Strafraum. Spiel aber nicht unterbrochen. Ich nehme an, dass Heik ihnen jetzt den Ball hinaus befördern wird. Das tut er auch. Und da werden die Masseure und die medizinische Abteilung gerufen. Dusan Svento am Boden. Das Ganze passiert nach dem Eckball. Die zwei Masseuren, die haben schon mehr gesprintet wie manche Spieler auf dem Platz bis jetzt. Ja. Dritte Salzburger, der hier zumindest kurz behandelt werden muss. Was der Zuschauer nicht sieht, Edi Gustafsson hat gerade seine Mannschaft zusammenputzt. So, jetzt schauen wir, was da passiert ist. Ja, mit Harry Pichler da ein Kopfballduell gehabt. Keine Absicht. Meiner Meinung nach des Rapid-Spielers ist im Zweikampf passiert. Und Cut. Ein Cut. Dass da außerhalb des Spielfelds behandelt werden muss. Ja, mit dem Ellenbau, aber da kann er wirklich nichts dafür. Nicht irgendwie auf sich drehte. Und ich muss sowieso nicht ausgeht. So, Rapid, wieder im Angriff. Schimpelsberger, dann aber der Fehlpass, Leitgeb kann klären. Jetzt fehlt natürlich kurz die Ordnung beim Salzburg. Man sucht ein bisschen. Dusan
Svento nach wie vor außerhalb des Spielfeldes in Behandlung. Das heißt derzeit Überzahl für die Hütteldorfer. Da ist wieder Salihi, wieder hat die Verteidigung nicht aufgepasst und neuerlich Eckball. Er ist jetzt zweimal innerhalb von 2 Minuten frei zum Schuss gekommen. Während wir die Wiederholung sehen, der Wechsel. Dusan Svento kann ob des Cuttes nicht weiterspielen. Für ihn kommt Jefferson ins Spiel. Also ein früher Wechsel, den man sicherlich in dieser Form nicht geplant und der auch nicht gewollt ist, bereits nach 6 Minuten hier einen Spieler auswechseln zu müssen. Interessant, die Eckvariante von Rapid. Hoffmann und Allah hier am Ball. Ball kommt aber zu Schrammel. Da wäre Trimmel fast noch herangekommen. Gustafsson passt aber auf. Der Jefferson, der reingekommen ist, das ist AB. Svento ein bisschen offensiver, aber links hinten hat er seine Partie auch gegen Nicosia gut gespielt. Das ist sicherlich einer der Vorteile der Salzburger, die Breite des Kaders, die Tiefe des Kaders, wo wirklich jede Position praktisch zweimal besetzt ist und das meistens mit der gleichen Qualität. Wieder Salihi. Und da hat Passanen das Trikot gezupft, gibt es gelbe Karte. Ja, es gibt die erste gelbe Karte durch Schiedsrichter René Eisner gegen Petri Passanen. Auch das früh. Hat hier den Albaner umgerissen. Der war in der Vorwärtsbewegung. Taktisches Foul im Mittelfeld, gelbe Karte, somit in Ordnung. Ja, das musst du als Schiedsrichter auch dann kurz zeigen, dass du die Karte nicht vergessen hast daheim. Weil sonst wird es ein bisschen zu hart, gleich von Anfang an. Harry Pichler heute wieder im Mittelfeld und das ist Danny Allah, der heute ungewohnt auf der linken, am linken Flügel agiert. Auch das neu im System von Peter Schöttl. Schimpelsberger, Trimmel. Flanke von Trimmel und da kommt fast wieder Salihi an den Ball und neuerlich Eckball. Also diese ersten 8,5 Minuten verlaufen entgegen dem, was sich viele hier erwartet haben. Denn nicht Salzburg ist am Drücker, sondern Rapid. Auch für dich überraschend? Naja, Stefan Mayhofer ist ein echter Strafraumstürmer, aber bis jetzt nur in der Defensive. Er steht nur im eigenen 16er, um Bälle wegzuköpfen. Ist ein bisschen überraschend in den ersten 9 Minuten. Hoffmann auf Trimmel. Schippelsberger noch einmal Hoffmann, kein Abseits. Und Gustafsson mit einer Glanztat. Super. 10. Minute, aber in welcher Form hier die Rapid-Spieler mit einem Querpass immer wieder die Salzburg-Abwehr aus den Hebeln bringt, doch etwas überraschend. Also kein Abseits. Dann versucht das selber aufs lange Kreuzig und Gustafsson mit einer Glanzleistung. Stefan Hoffmann fühlt sich wohl. Das merkt man. Der braucht auch den Freiraum, den Peter Schöttl endlich gegeben hat. Und dann kann er sich wirklich die Mannschaft einteilen, so wie er will, statt dass er nur stur auf der Seite spielen müsste. Wieder Eckball. Und wieder Konfusion kurz in der Salzburger Hintermannschaft. Wir haben mittlerweile die Meldung, Dusan Svento hatte eine Blutung in der Lippe innen, die konnte nicht gestoppt werden. Daher musste Salzburg reagieren und Jefferson bringen.
Rapid spielt sehr, sehr tief. Steht wirklich fast alle vor der eigenen 16er. Ist natürlich schon kräfteraubend in das ganze Spiel. Aber der Konter ist sehr lang. Noch dazu, weil es heute wieder sehr, sehr warm ist hier in Salzburg. Nicht so heiß wie Mitte der Woche, aber auch knapp sicherlich hier im Stadion, in der Stadioninneren an die 28, 29 Grad. Allerdings ist Rapid ausgeruht und hat ja heuer nicht die Doppelbelastung mit dem Europacup. Der spürt was. Und sogar Gustafsson mit einem Konzentrationsfehler. Also da läuft nicht alles rund bei den Salzburgern. Ich glaube, ein bisschen geschockt von dieser Verletzung von Schwento. Jetzt hat man wieder komplett die neue Ordnung. Aber echt gefährlich war man noch nicht. Von Salzburger Seite. Ja, und jetzt Foul an Trimmel vom neuen Mann von Jefferson. Auffallend, dass die Hütteldorfer zumeist die Zweikämpfe für sich entscheiden können in dieser Anfangsphase. Viele Laufduelle bereits gewonnen. Und das Spiel zumeist rund um den 16er der Salzburger zurzeit. Ja, der Meierhofer sieht den Gustafsson mehr wie den Bayer derzeit. Hoffmann, kurz abgespielt. Und Außennetz, nächste gute Chance. Rapidler reklamieren hier Eckball. Deniala hat es da probiert. Hier werden wir sehen, ob Gustafsson noch dran war. Entscheidung geht dann wohl in Ordnung. Abstoß für Salzburg. Versucht den Schiedsrichter zu überreden, dass er einen gelben Karten zeigen muss. Das sollte man nicht machen, Spieler untereinander. Obwohl es ein Foul war, aber hier sieht man es, da rutscht er eher aus, als dass er im Richtigen erwischt. Auf jeden Fall schon wieder am Feld die medizinische Abteilung von Salzburg. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir die in der Halbzeit wechseln, die zwei Mal so. Ja, sie haben bis jetzt das Glück gehabt, dass es immer auf der Schattenseite war. Aber die stehen schon ordentlich unter Strom hier. Aber die erste Viertelstunde, glaube ich, sind wir sich einig, gehört Rapid. Absolut, Trainer Moniz muss sich da wohl einiges überlegen. Musste auch schon einen Wechsel machen, also es läuft hier nicht rund für den Tabellenführer. Weg vom Mann. Kommen wir nicht in die Zweikämpfe. Rapid ein bisschen aggressiver. Ja, Trimmel wieder. Sieger gegen Jefferson. Die Flanke kommt auch gut hinein und Deniala dann nicht mehr richtig zum Kopfball gekommen. Aber alles Anzeichen dafür, dass
Peter Schöttls Team hier wirklich gewillt ist, Paroli zu bieten. Und das gelingt bisher, wie gesagt, ausgezeichnet. Meyerhofer, zweiter Sieger gegen Summer. Das ist natürlich das einzige Gefährliche bei so einem Spielaufbau dann von Salzburg, dass sie zu schnell einen langen Ball suchen. Da werden die Brasilianer auf der Dauer keine Freude haben. Es ist auch interessant, ob der Meyerhofer mit den Brasilianern spielen kann. Bis jetzt hat er es nur auf der Playstation gesehen. Stürmerpaar der Salzburger bisher gar nicht ins Spiel gekommen. Alan und Meyerhofer mit ganz wenigen Ballkontakten. Aber die dichte Abwehr der Hütteldorfer da ausgezeichnet. So, Hoffmann. Trimmel hat Platz in der Mitte. Salihi und neuerlich Eckball. Aber wieder noch ein eigener Fehlpass in der Spielaufbau. Das darf nicht sein. Ohne Bedrängnis einfach den Ball so leicht dem Gegner zu geben. Aber Rapid sagt natürlich Danke. Ja, und wir sind in der 17. Minute und bereits der 6. Eckball für die Hütteldorfer. Auch das ein Beweis dafür, dass das Übergewicht hier auf Seiten der Mannschaft dieser Fans hier ist, die wieder nicht aktiv teilnehmen mit Unterstützung, aber zumindest hängen heute schon Transparente. Also vielleicht gibt es da in der nahen Zukunft nach der Länderspielpause dann auch eine Lösung in diesem Problem. Das war ein guter Pass, einmal auf den Mann. Aber man sieht, Salzburg nicht so aggressiv, wie man geglaubt hat. Auch wieder mit dem langen Ball. Allerdings ist der Meyerhofer gar nicht vorn gewesen. Janscher war es dann. Jetzt kommt wieder ein langer Einwurf von Schimmer. Das ist seine Stärke. Meyerhofer wird wieder gesucht und in dem Fall nicht gefunden. Ah, das meine ich. So ein Pass, da kommt Rapid fast nicht raus. Das sind alle zu viel beim eigenen 16er. Da sind die Wege zu lang. Salzburg braucht lang zum Passen, alles 2, 3, 4 Kontakte, kein Direktspiel, kein schneller Ballwechsel. Und wieder einer dieser Ballfehler im Spielaufbau. Salihi, Hoffmann, Daniela. Kommt hier vorbei an Schimmer und neuerlich Eckball, der 7. Ja, Salzburg spielt eigentlich so, wie Rapid gerne will. Rapid drängt denen das Spiel auf. Das klappt bis jetzt. Aus dem Tor muss man sagen, dass Rapid der gefährlichere Mannschaft. Hoffmann mit dem Eckball aufs kurze Eck und
Eckball Nummer 7 folgt Eckball Nummer 8. Nummer 8 schon. Das Ganze nach knapp 21 Minuten. Stefan Meyerhofer auf der Torlinie quasi bei diesem Eckball. Also muss in dieser Phase sehr viel auch für die Defensive sogar tun. Aber das kann er, das tut er gern, der Lange. Das muss man lassen, er ist für die Mannschaft 90 Minuten unterwegs. Salihi. Gegen Passanen, dann Jefferson Sieger. Aber immer Schrecksekunden für die Salzburg-Fans. Wenn die Rapidler dann sehr schnell ihre Angriffe vortragen. Wieder, jetzt durch Schrammel. Aber Salzburg war auch gegen Nikosias nicht gut. Salzburg hat da sehr schwach gespielt und sie machen einfach weiter. Sie spielen nicht gut. Man ist zu abhängig von Leonardo gewesen gegen Nikosia. Und jetzt ist Leonardo nicht dabei. Das ist einer, der was entscheiden kann alleine. Und jetzt hat man Meyerhofer und spielt man den langen Ball. Und Helgi Peis sagt, gib her, Dankeschön. Das ist zu durchsichtig. Man sieht ja, die Zuschauer sehen es leider nicht, aber Salzburg steht auf einer Reihe vorne. Zumindest die Fans heißen ihn herzlich willkommen, den Stefan Meyerhofer, der bis jetzt noch nicht viele Ballkontakte hatte und des Öfteren auch im eigenen Strafraum zu sehen war, um hinten auszuhelfen. Noch kurz zum Spielsystem, man hat ja schon bei Salzburg dieses probiert. Man hat ja mit Bogossian, dem Uruguayer, ja praktisch diesen Stürmertyp schon gehabt. Das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, aber da muss mir einmal der Philosophie einer erklären. Jetzt gebe ich den Janko her und hole wieder so einen langen Stürmer. Gut, das war unter Stevens. Das war sowieso eine andere Zeit. Und Beiersdorfer. Da hat man zu viele Spieler geholt, einfach ums Holen. Ja, der Herr Mateschitz zahlt eh brav. Foul von Schippelsberger an Jefferson. Bis jetzt 1-0 für Peter Schüttel gegen Moniz von der taktischen. Vorgabe. Jefferson. Hofmann. Riemel. Das kann gefährlich werden. Gustafsson. Gute Flanke von Riemel über die rechte Seite. Überhaupt Rapid sehr stark. Da hat Jefferson so seine Probleme mit Riemel und auch Hofmann oft auf dieser Seite. Bei diesem Zweikampf zwischen Sarate und Schimpelsberger. Schimpelsberger mit dem Vorwärtsgang bereits im Strafraum. Schuss aber dann zu schwach und Martin Hinteregger war auch da noch da mit dabei. Foul von Trimmel. Aber auch das macht Rapid gut. Wenn es ein Zweikampf ist, dann geht es meistens als Sieger davon und das sieht man auch im Spiel. Sie sind deswegen auch spritziger, bissiger und haben da auch die bessere Chance gehabt. Aber jetzt ein Freistoß. Ja, ruhender Ball in der Mitte natürlich, Meyerhofer dabei. Der Passaner geht nach vorne, der glaubt, der braucht ein Taxi so langsam. Ball wird auch lang, Meyerhofer kommt zum Kopfball und das ist die erste Chance, erste Torchance des 2,2 Meter Manns des Neuzugangs hier bei Salzburg.
in seiner zweiten Bundesliga-Karriere sozusagen in seinem 50. Bundesligaspiel. Gute Nachrichten gibt es inzwischen von Dusan Svento, also die Blutung konnte gestillt werden. 4 Stiche wurden dafür benötigt an der Lippe. Das Mittelfeld von Salzburg kommt überhaupt nicht im Spiel. Der Linke und Leitgeb komplett isoliert. Der Schachzug mit Alan, ein bisschen hängend, ist auch noch nicht aufgegangen. Salzburg sucht. Zu weit, Zarate kommt hier nicht heran. Fans nach wie vor ruhig, aber auch die Salzburg-Fans mittlerweile eher bescheiden in der Lautstärke. Da ist Rapid aber schon dran. Weil die haben nichts im Johanna Salzburg. Kommt nicht in Fahrt. Ja, und ich glaube, dass die Erwartungshaltung schon groß war, hier heute dem großen Rivalen sozusagen ein Bein zu stellen. Aber das schaut bisher in der Realität ganz, ganz anders aus. Nach knapp einer halben Stunde hier in Weißitzenheim. Wieder mit dem Versuch des langen Balles. Bayer muss da hinauskommen. Für Jantscher. Also das, wie viele Chancen hier heute von Rapid entstanden sind. Fehler im Mittelfeld der Salzburger beim Spielaufbau und beim Verteidigen des Balles. Und dann die Hütteldorfer sehr, sehr schnell immer im Angriff. Das machen sie sehr, sehr gut bis jetzt. Tor ist aber noch keines gefallen. Ja, Rapid macht es geschickt. Die Seite besetzen. Weil eins ist klar, wenn der Meyerhofer die Bälle kriegt, dann kann er natürlich auch gefährlich werden. Aber bis jetzt kommt kein richtiger Ball von der Seite, außer den ein, zwei Einwürfe. Und Rapid steht ruhig, gelassen, machen es sehr gut bis jetzt. Glaubt, er ist immer noch in England bei dieser Kick-and-Rush-Fußball von Salzburg. Ja, rustikal eingestiegen, dann ist er Pichler hier fast auch noch unabsichtlich auf die Hand gestiegen, ist aber gut gegangen. Thank you.
Der bekommt keinen Platz. Zweikampfstatistik eindeutig auf Seiten der Gäste aus Wien. Da ist zu wenig Aggressivität im Zweikampf bei den Salzburgern vorhanden. Ja, Heikkinen, der kommt nicht so leicht. Ne? Ich hätte dann die erste Flanke von der Seite auf Meyerhofer sein sollen. Natürlich sind die Räume eng, aber das Passspiel von Salzburg dauert so lang, das schloss er fast ein beim Zuschauen. Jefferson ist natürlich kalt reingekommen und sind noch nicht wach, sind noch nicht da. Und verlieren auffallend viele Bälle im Mittelfeld, auch wenn hier jetzt keine Rapid-Chance daraus resultiert ist. Aber gerade im Spielaufbau ungewöhnlich viele Fehler der Salzburger. Wir brauchen ein Tor, um das Spiel echt attraktiv zu machen. Leitgeb, Janča, der sich etwas unfreiwillig den Ball mitnimmt. In der Mitte liegt aber noch ein Salzburg-Spieler. Alan, der hier eine mitbekommen hat. Trimmel da beteiligt gewesen. Und Pichler ist auch immer gern dabei. Und Pichler auch dabei, also zwei nicht unbedingt als Spaßbremsen bekannte Rapid-Spieler da, die sich da allein vorgenommen haben. Aber es ist richtig, weil wenn du in die Lage von Rapid bist, hast du einen Negativlauf, sagen wir mal, dann musst du einmal über den Zweikampf, musst du einmal wieder für Ordnung sorgen und machen wir ein Kompliment. Das machen sie, verkaufen sie wirklich bis jetzt hervorragend, haben die bessere Chance gehabt, hätten mit 1-0 in Führung gehen können. Salih, Konter. Ja. Zweikampf zwischen Meyerhofer und Schrammel. Schrammel dann zu theatralisch gefallen und Schiedsrichter René Eisner hat sofort gesagt, weiterspielen. Schiemer weiß jetzt auch nicht, wo er hinwerfen soll beim Outenwurf. Foul von Schrammel an Sarate. Und Schrammel wird sich da die zweite gelbe Karte in diesem Spiel abholen. Jetzt in Sachen gelben Karte, die erste gelbe Karte für Pasanan und jetzt Schrammel bei Rapid nach diesem Vergehen.
Aber auch bei Basanen. Der geht nach vorne, der glaubt, er hat in seiner Superheit Schlaftabletten gehabt. Das gibt es nicht. Jetzt kommt dann ein Standard. Basan ist ein guter Kompasspiel mit Mayhofer, Schimmer. Es sind dann drei sehr gute. Alain ist dabei. Und das geht dann so träge. Und das ist dann schon ein Mittel, um wieder im Spiel zu kommen, so Standardmöglichkeit. So, Leitgeb bringt den Ball rein, der ist nicht schlecht und Mayhofer verfehlt knapp in der Mitte. Also da hat jetzt einmal nicht viel gefehlt, die Hereingabe sehr gut und in der Mitte Mayhofer, der den Ball knapp verfehlt. Aber wie gesagt, das ist dann eine Standardmöglichkeit. Da kannst du wieder dann einmal wieder für Entlastung sorgen. Aber ja, 37 Minuten hat es gedauert, ehe Salzburg durch eine Standardsituation jetzt zum ersten Mal wirklich gefährlich wurde. Und fast hätte es geklappt mit dem ersten Treffer von Stefan Mayhofer gleich im ersten Spiel, aber weiterhin 0:0. Der Kapitän richtet seinen rechten Schuh. Da kommt was auf Salzburg zu. Das reimt schon mal. Ich mag den Stefan auch. Das ist ein genialer Fußballer. Super rechter Fuß. Und Passanen köpft einmal aufs eigene Tor. Nähert sich sozusagen und bringt den nächsten Eckball für Rapid. Hat er in der Anfangsphase gleich 8 Eckbälle für die Hütteldorfer gegeben. Jetzt hat es eine Zeit lang eine Pause gegeben. Harry Pichler mit Christopher Trimmel hier im Gespräch. Beide von der Größe her natürlich Nummer 1 Targets von Eckball von Stefan Mayhofer. Variante auf die zweite Stange, auf Sommer, auf fast aufgegangen. Ja, Rapid lässt sich was einfallen. Hat man gesehen, solche Sachen trainiert man, Standards, Situationen, verschiedene. Und intensives Spiel, wie man an den Gesichtern der Akteure und Trainer sieht. Die wirklich großen Torchancen, die sind geblieben, aber das kann ja alles noch kommen. Wieder Fehler von Schimmer hier im Spielaufbau. Sarate kämpft sich den Ball aber zurück. Ist aber genau 2,5 Sekunden am Ball. Dann wieder die Hütteldorfer und Foul von Pasanen an Salihi. Rapid. Sehr aggressiv. Gibt es immer Rückendeckung gegenseitig. Auch Stefan Hofmann hat man hier gesehen, der den Ball erobert. Und dann ein Foul. Der muss aufpassen, der hat schon gelb. Der ist halt nicht so gut bei der Sache. Schimpelsberger. Gegen Mayhofer. Ja. Mayhofer am eigenen. Unglaublich, oder? 16er muss er hier den rechten Außenverteidiger Rapid stoppen. Den hätte es besser Nummer 2 geben können als Nummer 9 bis jetzt. Für mich unverständlich, dass die Salzburger Stürmer im eigenen 16er rutschen müssen und kretschen müssen. Das sieht man, dass da keine echte Ordnung ist. Ja, Peter Schüttel hat seine Mannschaft gut eingestellt. Kompliment. 5 Minuten sind jetzt noch zu spielen, regulär in dieser ersten Hälfte. Und da gibt es einiges nachzudenken für Ricardo Muniz. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da einiges taktisch ändert in der Pause. Das ist ein Spiel für Leon Ader und das weiß der Muniz. Foul von Jefferson an Trimmel. Über seine Seite, über die rechte Angriffsseite von
Rapid über die linke Abwehrseite sehr, sehr viel gekommen. Und Jefferson macht da heute nicht den sichersten Eindruck. Wobei der Trimmel dieses Foul gesucht hat. Aber die wollen mehr. Neuhoff ist wieder im eigenen 16. Hoffmann. Meyerhofer, der hier klärt. Also was gut, dass er im eigenen 16er war. Und Salzburg verliert. Postwendend schon wieder einen Ball. Ja, wie kannst du einen Konter spielen, wenn alle im eigenen 16er sind? Das ist der Weg so lang. Wie schneller von Salzburg nach links. Aber wie ich vorher gesagt habe, das glaube ich, das ist ein Spiel von Leonardo. Wenn er wirklich ganz, ganz leicht den Muskelfleisch hat. Das ist ein Spieler, der kann so ein Spiel aufmachen. Der macht die 1-1-Aktion. Zarate, Alain, die kommen der Mann nicht vorbei, Gegner nicht vorbei. Kein Überzahlspiel schafft man damit. Jantje, rechts außen sollte er spielen. Schießt den Ball links hinten weg. Daniel La und Frankie Schiemer. Freistoß für die Salzburger. Ja, wobei ich hier sagen muss, kann man auch umgekehrt pfeifen? Sollte man umgekehrt pfeifen. So, einmal noch munternder, aufmunternder Applaus. Der 15.500, so ist es offiziell jetzt bekannt gegeben worden, Zuschauer hier am heutigen Sonntagnachmittag. Gute Kulisse, die sich auf jeden Fall Tore verdient hat. Komischerweise ist der Einzige, der sich echt warm macht, ist der Sekaya, ein Verteidiger bei Salzburg. Alain. Aufgepasst von Sonnleitner. Gut gemacht von Meyerhoff. Das jetzt sicherlich einmal so, wie sich das Muniz vorstellen würde. Langer Ball nach vorne auf den langen Meyerhofer, der legt ab, wie er es früher auf Jimmy Hoffer gemacht hat, und Alain verfehlt dann. Hinteregger. Gegen Omonia Nicosia, ja, der Matchwinner per Weitschuss, der war allerdings schwer zu nehmen. Ja, der war wichtiger gegen Nicosia einmal. Der hat die Salzburger etliches gebracht in der Geldkasse und auch in Europa zu spielen zu können. Das ist was Schönes für einen jungen Spieler. Fehlpass. Und dann ein Foul. Ja, Rapid braucht nicht einmal so viel, um Salzburg schwer zu tun. Salzburg macht sich selber schwer. So viele Fehlpässe habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn das in der Kreisklasse ist, dann kann man das noch halbwegs verstehen. Aber bei diesen Spielern auf diesem Niveau so viele Eigenfehler, das ist seltsam. Ja. 20 Sekunden noch regulär zu spielen. Jetzt gleich die Anzeige, wie lang Schiedsrichter Eisner hier drüber spielen lässt. Genau 2 Minuten. Thank you.
Sommer im Duell mit Meierhofer. Und fast ein schwerer Bock, Abseitsstellung hier nach Zuspiel von Alain von Meierhofer. Aber da war jetzt kurz die von uns vorher gelobte Hintermannschaft der Hütteldorfer ordentlich aus der Bahn geworfen. Ja, aber so wie der Sommer den Helge Bayern spielt, so hoch, das darf nicht sein. Also hier nochmal ist zu einem Halbvolley gezwungen. Aber der Meierhofer setzt nach. Aber ob das wirklich abseits war, ist die andere Frage. Werden wir sicher auch in der Pause bei Oliver Polzer und Roman Mehlich dann auflösen können. Also Schrecksekunde, knapp vor Ende dieser ersten Hälfte noch einmal für Rapid, die jetzt aber noch einmal zu einem Freistoß kommen. Das ist seine Stärke, das ist sein Waffen, das ist der Waffen von Rapid. Gustafsson muss wieder eingreifen, klärt zur nächsten Ecke. Eddie ist angesteckt von seinen vorderen Leuten. Wird auch ein bisschen nervöser. Ist natürlich jetzt auch vom Licht her schwierig, denn genau dort der Wechsel Lichtschatten im Strafraum der Salzburger. Abgepfiffen, Stürmerfoul. Hineingebracht und das liegt eigentlich hauptsächlich an der Offensive. So, er hat mit dem Roman Wallner oder mit dem Leonardo noch zwei, sagen wir mal, Top-Stürmer an der Hand, wovon er nur einen bringen kann. Aber Salzburg muss sich über die gesamte Mannschaft steigern um 100%. Denn wir haben ja mit Dušan Svento schon einen Wechsel gehabt, für den ja dann Jefferson gekommen ist. Dieses Experiment hat dann gar nicht so funktioniert, wie sich das Muniz vorgestellt hat. Das heißt, es gibt nur mehr einen möglichen Wechsel bei den Salzburgern in den verbleibenden 45 Minuten. Wobei ich eigentlich, ich möchte Muniz einmal fragen, warum der Roman Wallner so wenig spielt bei ihm. Der Roman Wallner ist genau der Stürmer, aggressiv in so einem Spiel, der macht es alleine. Und vielleicht hat er einmal bei der Casanera einen Gaswechsel weggegessen. Weil ich kann mir sonst nicht erklären. Der Roman ist ein sehr guter Spieler. Hier, fangt es gut wieder an mit dem. Ja, wieder Fehler von Alain Salihi. Der probiert es gegen Gustafsson. Zu hoch angetragen, dieser Schussversuch. Aber diese zweite Hälfte beginnt, so wie die erste auch begonnen hat. Unglaubliche Abspielfehler der Salzburger und dann Chancen für Rapid. Ja, Moniz hat ein bisschen umgestellt. Der Janschi kommt jetzt mehr von der Mitte in der Anfangsphase und Alain auf der linken Seite, aber ich glaube, dass die Stärke von Alain im 16er liegt und da steht der Meierhofer. Meierhofer kriegt keine Bälle und kann deswegen auch nicht gefährlich werden vorne. Und Pasaner spielt die Bälle hin, die spielt mein Großvater mit 74. Kein Tempo. Langer Ball. Und guter Schuss. Also Zarate mit einer Duftmarke hier nach zwei Minuten in dieser zweiten Hälfte. Da hat es jetzt mal geklappt mit diesem Zuspiel. Ja, das war ein guter Pass. Mit dem langen Ball hinein in die Spitze. Wir werden das sicher dann gleich in einer Wiederholung bekommen. Spiel läuft aber natürlich weiter. Sommer. Aber es ist ganz schwierig für den Helge Beyer auch. Also Rapid-Torwart, er kriegt nichts zum Tun. Ja, aber der erste Ball, den er wirklich hier halten musste. Zuspiel von Hoffmann. Ulmer bleibt aber Sieger in diesem Zweikampf. Hey.
ist Salihi zum Kopfball gekommen. Also Rapid bleibt der Marschroute treu in dieser zweiten Hälfte, auch wenn der natürlich weit drüber geht. So, das nochmal die Chance von vorhin. Da haben sie auf Sarate vergessen, die Hintermannschaft von Rapid. Und der Schuss dann auch ganz ordentlich, speziell weil eben dort in diesem Bereich des Spielfeldes jetzt so ein Lichtschattenwechsel ist. Also ganz schwer zu sehen, diese Bälle für Helge Beyer, der jetzt wieder eingreifen muss. Ja, das ist wichtig. Helge spielt gut mit. Gibt seinen Verteidigern die Rückendeckung, die ein Tormann geben muss. Mir scheint doch, dass die Salzburger jetzt aggressiver sind. Ich hoffe, du teilst diesen Eindruck. Ja. Voll von Schimpelsberger an Hinteregger. Ja, das passiert, das kann man auch pfeifen. Aber ja, das ist dann eine Möglichkeit, die wir besprochen haben, einmal über den Standard ins Spiel zu kommen. Mit Meyerhofer, Sekaya natürlich in der Hauptzeit gekommen, ist ein Kopfballspieler. Ja, diese Hereingabe von Leitgeb, aber dann beim Gegner gelandet. Dass es sich hier maximal um ein Lehrspiel für sein Team handelt. Dementsprechend ist auch der Spielverlauf in den ersten Minuten. Rapid macht Druck und drängt die LASK Juniors in die eigene Hälfte. Torchancen bleiben aber trotzdem Mangelware, sehr zum Leidwesen von Trainer Peter Schöttl. Die LASK Juniors, die mit 18 Neuzugängen überhaupt nichts mehr mit der Regionalligameistermannschaft des letzten Jahres zu tun haben, verstecken sich aber nicht. Spätestens vor dem 16-Meter-Raum ist aber meist Endstation. Die Hütteldorfer machen dagegen weiter Druck. Christopher Drazan setzt sich hier auf der linken Seite durch. Schöner Stangelpass in die Mitte zu Hamdi Salihi und Rapids Torschütze vom Dienst trifft zum 1:0. Jetzt scheint der Bann gebrochen. Rapid kommt zu immer besseren Chancen. Und in Minute 31 ist es erneut der Albaner Hamdi Salihi, der nach Stangelpass von Prokopic zum 2:0 einschießt. Trotz des Rückstands versuchen die LASK Juniors auch weiterhin mitzuspielen. Allerdings häufen sich die Fehler bei der jungen Linzer Mannschaft. Die Hütteldorfer nutzen diese dann eiskalt aus, so wie hier Rene Gartler. Er überwindet mit einem Distanzschuss LASK Juniors Keeper Michael Höfler. Pausenstand 0:3 aus Sicht der Linzer. Der zweite Spielabschnitt ist dann noch nicht einmal 2 Minuten alt und es gibt schon wieder Torjubel bei den Rapidlern. Erneut ist es Salihi, der die Abwehr der Linzer schlecht ausschauen lässt. Sein dritter Treffer in diesem Match. Treffer Nummer 4 folgt dann nur 6 Minuten später. Erneut kommt er unbehelligt zum Kopfball, der Ex-SV Joskurit-Spieler. Bei den LASK Juniors merkt man die immer größer werdende Resignation. Die Rapidler können mittlerweile im Linzer Stadion vor den rund 700 Zuschauern tun und lassen, was sie wollen. Nach 61 Minuten steht es gar 6:0 für Rapid. Torschütze bereits zum 5. Mal Hamdi Salihi. Den Schlusspunkt in diesem Duell David gegen Goliath setzt dann 8 Minuten vor dem Ende Rene Gartler. Nach Vorarbeit von Salihi sorgt er für den 7:0 Endstand.